Heute, süß. Heute haben wir gar kein Bestie Goals hier. Ne? Heute sind wir entzweit. Oh, ich habe einen alten Becher, ich drehe ihn mal. Sarah war bei Mr. Box, ich war bei Nightshop. Also ich muss sagen, also geschmacklich super lecker und der ist ja auch voll süß und so. Und ich habe halt noch so ein paar auf der Liste, die ich in Berlin nicht geschafft habe zu probieren. Aber ich muss noch mal meckern. Es tut mir so leid, ne? Aber von der Höflichkeit kommt einfach bei weitem niemand an Nightshot ran. Da ist einfach immer so freundschaftlich und schön. Ich hatte jetzt halt auch schon wieder, also ewige Diskussion und ich weiß nicht warum. Ich bin noch keine schwierige Kundin. Ja, ich habe manchmal auch das Gefühl, ich diskutiere so viel in letzter Zeit, wenn ich irgendwo was kaufe oder so. Das war beim letzten Mal schon ein bisschen unhöflich. Ja, aber da waren sie halt sehr gestresst, weil es einfach Samstag und sau viel aber jetzt, ich war die Einzige. Naja. Ich will jetzt gar nicht das Stempelkartengeld aufmachen, was da jetzt abging und so, aber er ist lecker und es gab aber keine Tapioca. Beim letzten Mal haben sie vergessen, meine abgerechneten Tapioca reinzumachen. Heute gab es keine. Oh, richtig sad. Also ich habe einen White Peach mit Watermelon Boba. Ich war voll glücklich, sie haben wieder Boba, aber pst. Und ganz wenig Tapioca, die restlichen. Und Mango Jelly. Ich habe die Mrs. Strawberry Box mit Hanchan und Cherry Boba. Ist total lecker. Wie sind die Cherry Boba? Sehr kirschig, aber ich habe einen sehr präsenten Strawberry-Geschmack. Ja. Ich muss gleich nochmal shaken, aber es ist mega lecker. Das ist halt geil, weil das hier wirklich so Erdbeerpüree ist. Mhm. Ne? Hat schon was. Und eigentlich haben wir gedacht, vielleicht drehen wir heute noch ein Video, weil wir nämlich uns noch abfacken wollten. Ja, tatsächlich haben wir im letzten Vlog eine scheiß Erfahrung gemacht, über die wir aber gar nicht gesprochen haben. Aber jetzt im Nachhinein irgendwie muss das nochmal raus. Fühlt sich blöd an, es nicht zu tun. Aber da machen wir vielleicht sogar ein eigenes Video draus. Aber ich weiß nicht, ob wir heute in der Mood sind. Ja, ich bin gerade in der Meckermut, aber wir sollten das Video vorher ein bisschen strukturieren, Das ist es, glaube ich. Was strukturierst du heute Abend noch? Deine Hausaufgaben, deine Wochen-To-Dos, deine Freundesliste, dein Essensplan, Netflix-Serien. Oh, ich finde, beim letzten Mal haben wir richtig coole Antworten bekommen. Ich schaue gerade auf Amazon Prime Panic. Geil. Du? Ich gucke, also ich habe Lucifer fertig, mein Leben ist scheiße. Ich war heute vor der Arbeit bei Rewe, denn ich habe erfahren, dass sie so eine Mochi-Theke haben. Da habe ich ein paar mitgenommen. War gar nicht so leicht, mich zu entscheiden, mit was ich anfange. Aber zuerst habe ich den Tiramisu probiert und der war unfassbar lecker. Wir sind bei Cutie und ich habe ein Problem. Wir hatten voll die schöne Videoidee. Das sah richtig toll aus, ne? Aber Sunny ist zu blöd reinzustechen. Der geht nicht auf. Aber mein Strohhalm ist doch eigentlich sogar spitzer als deiner. Meiner war nicht so spitz. Deiner hatte schon so. Oh, der Bubble Tea ist so lecker. Oh Mann, wie kriege ich das jetzt auf? Was mache ich jetzt? Gib dein Bestes. Gib alles. Nur nicht auf. Tada! Weißt du, wenn man nicht filmt, dann kann sie es. Aber so instant. Ich habe wirklich aufgehört nach deinem motivierenden Satz. Das war nicht meiner, muss ich die Props abgeben. An die Lochis. Wir haben jetzt aber nicht nur Bubble Tea. Sondern wir haben ein richtig gutes Leben. Wir haben auch Mochi. Du hast noch nie anguckt probiert, glaube ich. Nee. Ich dachte auch, du hast dich verschrieben. Weil Sunny ist nämlich richtig krass im Verschreiben. Ja, mein Autokorrekt. Ja, aber das ist eine Teamleistung. Welchen soll ich nehmen? Ist egal, ist beides das Gleiche. Ach so, aber die sehen unterschiedlich aus. Aber es sind das Gleiche. Okay. Aber es sind das Gleiche. Boah, die fühlen sich an wie Mochi. Ich liebe Mochi. Ja, ich wusste vorher nicht, dass ich es mochte. Süß. Mega süß. Okay. Also ich finde es mega lecker. Ich habe es mir immer nicht vorstellen können, weil bei Bubble Tea ist es ja auch so ein Ding mit diesem Red Bean. Das ist dasselbe. Ähnlich. Also ja, es ist der gleiche Rohstoff. Also ich werde es dann eventuell mich da demnächst auch mal rantrauen, weil das ist echt lecker. Dann würde ich sagen, ist Next Himbeerexplosion heißt es. Oh, da haben wir richtig viele Beeren heute. Berry, Berry, Berry heute bei uns. Und Anko. Anko. Okay, das sieht jetzt spannend aus. Das riecht nach Knete. Echt so. Das ist ein little bit weird, aber Hauptsache es schmeckt. Das ist bierig. Ich glaube, das wäre frisch noch besser gewesen. Aber es schmeckt auch. Und während wir jetzt gefilmt haben, gab es irgendwie Konzertkarten for free, aber für ein virtuelles Konzert von Heike und Roman das erste Mal Hero Live. Jetzt haben wir uns angemeldet, aber wir sind voll überfordert, weil... Wie macht man sowas? Was ist mit so virtuellen Charakteren? Und die kann man steuern, aber ich kann doch da nicht noch so ein Ding steuern. Ja, das muss ich ja selber koordinieren. Crazy. Ja, witzig. Freu mich. Bist du auch dabei? Warst du dabei? Schreibst du in die Kommentare, ey. Krass. Ich war vor kurzem bei Ikea und ich habe noch gar nicht gezeigt, was ich gekauft habe. Und das mache ich jetzt. Ich fange jetzt mal mit den größeren Sachen an. Ich habe mir ein Tischbügelbrett gekauft. Ich habe eine kleine Wohnung, keinen Platz für ein Bügelbrett. Mal sehen, ob ich jetzt öfter bügeln werde.
Ich bezweifle es, aber es ist ein Anfang. Außerdem habe ich ziemlich viel Kram und deswegen kann ich nie genug Boxen haben. Und dann habe ich mir die noch mitgenommen, weil ich die Farbe so schön fand. Und die haben eine super Größe, so ein bisschen wie so ein Schuhkarton. Nicht zu klein, nicht zu groß. Ich glaube, die passen auch in ein Billy-Regal. Perfekt. Wo ich schwer widerstehen kann, sind Kissen. Ich habe jetzt schon lange keins mehr gekauft, aber das war rosa, das musste mit. Und ich habe noch ein schwarzes hier und das gefällt mir eigentlich gar nicht. Und deswegen habe ich mir dann gleich noch einen Kissenüberzug geholt. Sarah wird lachen, ich habe einen Duschvorhang gekauft. Auf Reserve, weil Duschvorhänge schnell mal ranzig werden. Und dann ist es doch gut, wenn man einen Duschvorhang zu Hause hat. Bleiben wir gleich mal im Bad. Ich habe so zwei Klebespiegel. Das ist ja blöd, Spiegel kann man ja gar nicht richtig zeigen. Na, es sind auf jeden Fall so Spiegelfliesen sozusagen, also mit selbstklebend. Und ich dachte, die kann ich vielleicht ins Bad hängen, in die Dusche. Nicht, weil ich mich betrachten will, aber weil es ja manchmal praktisch ist, auch da was zu sehen. Also es wird beschlagen, aber man kann es ja dann... Ich weiß nicht, ob die Idee gut ist, aber manchmal denke ich mir, ich hätte jetzt gerne einen Spiegel, um zu sehen, ob ich noch irgendwelche Gesichtsmaskenreste im Gesicht habe und so. Wobei ich jetzt gerade nicht weiß, wenn das Klebeband nass wird, ob das dann hält. Naja, bin ja super stolz. Ich habe mich total zusammengerissen und habe nicht mal eine Duftkerze oder so gekauft. Was ich aber gekauft habe, sind Bilderrahmen. Also irgendwie sowas in die Richtung muss halt dann doch immer mit, ne? Und passend dazu, ich habe super harte Wände, in die man keinen Nagel schlagen kann. Und da gibt es so Klebehaken. Da bin ich sehr gespannt, ob das so klappt. Aber das hat mich jetzt immer so ein bisschen daran gehindert, Bilder aufzuhängen, weil ich halt nicht bohren kann und will. Jetzt bin ich auch fast schon durch mit den Sachen. Ich habe noch eine ganz große Sache geholt und zwar so eine Lochplatte. Die sind ja gerade so typisch IKEA. Ich will da aber keine... Was macht man da hin? Manche haben sie über dem Schreibtisch oder für Werkzeug, habe ich es auch gesehen. Ich will versuchen, das als Garderobe zu nutzen, weil ich habe hinter meiner Tür original so viel Platz und da passt halt keine andere Garderobe hin. Und ich dachte, mit so Haken dran müsste doch das eigentlich gehen, dass ich da dann auch so einen Regenschirm und Jacken und so, das kann ich dann so höhenversetzt irgendwie da hinhängen und kann es ganz individuell machen. Und ich bin gespannt, ob das klappt. Hat das schon mal jemand ausprobiert? Ich habe es bei IKEA nicht gesehen, das hat mich mega verunsichert. Aber wenn da ein Hammer dranhängen kann, dann wird doch da wohl eine Jeansjacke oder so auch dran halten, oder? Ich hoffe jedenfalls total, dass das klappt. Es gibt nämlich da so richtig coole Zubehörsachen. Das ist jetzt so ein kleines Beutelchen. Da dachte ich, da kann man dann ja noch Handschuhe reinmachen oder so oder eine Mütze. Ich finde das als Garderobe eigentlich total genial, aber hab's halt doch nicht so gesehen. Also, wenn es klappt, dann vlogge ich das eh bestimmt. Das war's jetzt tatsächlich auch schon mit Möbel, Kram, Zubehör, Deko und so weiter. Der Rest ist Essen, weil bei IKEA kann man ja auch super leckeres Essen kaufen. Also natürlich vor Ort die Hotdogs, in meinem Fall die Veggie-Hotdogs. Das Softeis gab es nicht. Aber ich war halt dann noch in diesem Schweden-Shop und habe da so ein paar Sachen gekauft. Die haben nämlich auch tolle vegane Sachen. Zum Beispiel hatten sie Gummibärchen. Einmal Cola und einmal Meerfrucht. Dann haben sie noch Chips und zwar vegan, Sour Cream and Onion, wie auch immer. Aber sie schmecken nach Sour Cream and Onion, aber sind ohne Sour Cream, aber wahrscheinlich mit Onion. Veganen Kaviar. Ich habe noch nie echten Kaviar gegessen, weil ich das super eklig finde, die Vorstellung. Ich glaube auch nicht, dass Kaviar so schmeckt, aber das ist lecker. Und dann gab es noch Müsli und da bin ich unsicher. Ich habe nichts überlesen, aber das wirkte irgendwie vegan. Knuspermüsli. Mit Beeren, Kokosnuss und Kakao. Ich habe es noch in keiner veganen Gruppe oder so gelesen. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich nichts übersehen habe. Jetzt aber noch der Downer zum Schluss. Es gibt ja da wohl vegane Donuts, gefroren. Und ich war so gehypt, ich wollte die unbedingt haben. Ich habe sogar extra meine Gefriertruhe ziemlich leer werden lassen. Habe sie abgetaut, damit ich ganz viel Platz drin habe für einen Donut-Vorrat. Und dann gab es sie da nicht. Aber ich habe ja auch eh nicht alles bekommen. Ich wollte eigentlich noch so einen Unterschrank für meinen Schreibtisch, der mir aber zu schwer war zu tragen. Das heißt, ich muss ja eh noch mal hin und vielleicht gibt es da dann Donuts. Schreib du mal in die Kommentare, was du auf jeden Fall immer mitnehmen musst, wenn du bei IKEA bist. Ob es jetzt ein Duschvorhang ist oder ein Hotdog oder keine Ahnung was. Ich glaube, jeder hat da ja so seine Rituale bei IKEA. Gott, es gibt so viel zu erzählen. Es ist erst Montag. Echt so, ne? Da vloggt man mal einen Tag nicht, liegt den ganzen Tag ohne BH auf der Couch und telefoniert. Wie viele Stunden haben wir telefoniert? Ja, schon so 15 bis 17. In der Zwischenzeit gab es ein Song-Snippet vom neuen Hero-Song von Don't Care. Wie findest du den Song? Also ich finde es richtig geil, was man gehört hat. Ich mag den Vibe. Ich finde es saugeil, dass es so persönlich wieder ist. Und ich liebe einfach den Sound. Ich liebe diesen neuen Hero-Sound. Das macht halt mega neugierig, weil das ist ja
aus dem wahren Leben so und was sehr Privates. Und ja, da darf man auch neugierig sein, glaube ich, oder? Weil sie verraten es ja, wenn es einem so präsentiert wird. Ja. Und der Sound ist natürlich total geil. Und wir haben jetzt natürlich auch gerade einen TikTok dazu gedreht. Ach so, mit Bubble Tea. Mit Bubble Tea, genau. Wir haben unsere eigene Trennungsgeschichte erzählt und die hat was mit einem Starbucks-Becher zu tun, der uns gar nicht gehört hat. Willst du dazu mehr erzählen? Den haben wir gefunden, auf der Straße aufgesammelt, weil wir halt die Geschichte erzählen wollten, dass wir Starbucks mit Bubble Tea austauschen. Und dann wollten wir uns logischerweise keinen Starbucks kaufen. Weil Lust hatte ich schon mal wieder. Ja, aber es hat sich so angeboten, er lag das so. Ja, und also wenn ich halt die Entscheidung habe zwischen Bubble Tea und Starbucks, ist ja klar, was ich nehme. Genau. Ich bin mir sicher, dass diesen Vlog auch der ein oder andere Fan von Heiko und Roman, Hero, anschaut. Und würde es gerne mal in den Kommentaren wissen, was du von dem neuen Sound hältst und von dem neuen Song Don't Care. Ich habe übrigens wieder einen Hibiskus-Tee. Das war mein Sakura Mermaid. Cheers. Süß. Also mein Highlight diese Woche waren definitiv die Mochi. Ist es der Plural von Mochi? Egal. Hat mir richtig gut geschmeckt und ich bin richtig hyped drauf, mehr auszuprobieren und möchte jetzt mit Sunny unbedingt die Tage mal zu GoAsia, dieser riesen Hype-Supermarkt da, dieser asiatische. Ich glaube, dass die richtig geilen Scheiß haben und das möchte ich unbedingt mal ausprobieren. Aber schreib uns doch mal in die Kommentare, was du gerade am liebsten snackst. Also ja, bei mir ist es gerade irgendwie Mochi und ich glaube bei Sunny auch. Wir mögen aber nicht nur Mochi total gern, sondern sind auch absolute Schokoholics. Wir haben mal selber Schokopralinen gemacht und wenn du Schokolade auch so sehr liebst, dann solltest du das mal nachmachen. Wie es geht, siehst du hier und es eignet sich auch als Geburtstagsgeschenk oder so. Und um die Snacks abzutrainieren, machen wir am liebsten Yoga. Wie gut wir das können, kannst du dich hier anschauen. Da geht's um Partner-Yoga. Tschüss. Tschüss! Weil ich kein Messer habe. Hör auf mit deinen wilden Messerträumen, hey.